So Leute, 110 Kilometer laufen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie bin ich hier gelandet, jetzt hier am Zopp. Samstag früh, 9 Uhr, es geht nach Brunsbüttel und dann einfach mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie weit ich komme, aber ich bin einfach mal gespannt. Will hier einfach mal mit meiner Kamera die Leute einfangen, die sowas schaffen. Unglaublich, echt. Also bleibt einfach mal am Ball, wir lassen uns überraschen. Ne? So Leute, moin moin, der Wahnsinn fängt hier an. Plan A, Dresche mit dem Bus fahren und dann 27 Stunden am Nord-Ostsee-Kanal lang marschieren mit Nordmarsch. 110 Kilometer, wie gesagt, das ist Plan A. Ich habe Plan B. Plan B ist 3 Stunden nach Brunsbüttel, dann 65 Kilometer bis Rendsburg laufen. Da habe ich mir meinen Wagen gestellt und dann gucke ich einfach mal heute Nacht, wie es aussieht. Ne? Frag mich nicht, wer mich dazu geredet hat, aber ich bin jetzt einfach hier, ich freue mich. Super Wetter, toller Tag. Bin gespannt, wie ich das alles so kennenlerne. Nord-Ostsee-Kanal, muss ja auch toll sein mit den Schiffen. Bisschen windig vielleicht, da freue ich mich schon drauf. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Wie die Füße mitmachen. Ne? Ich habe so ein bisschen kurze Hose mit. Der Rucksack ist hier unten drin. Natürlich Wasser musst du dabei haben, Sonnencreme, all diese ganzen Sachen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Vielleicht schaffe ich ja doch Plan A, ne? Mal sehen. Alles klar, ciao. Ich mache doch immer diese Ja, alles klar, geht los. Okay, alle fit. Jonas wusste ich auch gar nicht. Wir fahren erst mit dem Bus nach Kiel und dann nach Brunsbüttel. Aber na gut, dann sieht man schon mal den Kanal, ne? Der Busfahrer war auch so ein bisschen speziell. Der wusste überhaupt nicht, wo es lang geht. Aber letztendlich haben wir es dann geschafft und sind da irgendwie angekommen, ne? Wo bekam man die Anmeldeunterlagen? Da drüben. Stefan, wir sind da. Wo ist die wo krieg ich meinen Anmeldezettel? So, die Startnummer ist am Rucksack. Alles ist vorbereitet. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ne? Und super Stimmung hier. Mal gucken, wen ich jetzt finde. So, Stefan. Sag mal, Stefan, ist schon eine Gruppe losgegangen, oder nicht? Ja, die erste Gruppe ist gerade los und ja, war herrlich. Die erste? Genau, jetzt starten gleich nochmal die nächsten, in den nächsten 10 Minuten und okay. Dann gehen nachher die Schlussläufer nochmal auf die Strecke. Alles klar, sehen wir uns, ne? Nicht ganz so heiß, wie eigentlich jetzt hier erwartet. So, eingecheckt, jetzt geht das wieder so 10 Minuten los. Dann müssen wir das erste einmal hier rüber und dann schauen wir mal, ne? Ich halte hier einfach mal so rückwärts rein, da seht ihr noch da hinten, die da einchecken. Da oben, ne? Alles klar, bis gleich, ciao. Sag mal, wo kommt ihr hier? Ihr saßt ja eben auch im Bus, ne? Ich mache einen kleinen Film hier für Nordmarsch. Ja, hi. Wir kommen aus Aachen. Aus Aachen? Boah, dann seid ihr auch schon lange unterwegs, ne? Ja. Und eure erste Tour oder was? Also hier ja, aber ja. Wir haben schon öfters Wanderungen gemacht. Ja. Und das ist nicht das längste, was wir jetzt gemacht haben. Nicht das längste? Nee, das längste war 156 Kilometer. Wahnsinn. Bei mir 100. Ja, klasse. Und ich habe noch nicht mal die 100 geschafft. Wie macht ihr das, dass ihr das schafft mit den 100? Oder 110 heute sogar? Ja, wir wollen unter 18 bleiben. Ja. Ja. Wenig Klamotten mitnehmen. Wenig Klamotten? Ja. Musik oder sowas? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Wir unterhalten uns, ne? Und ja. Dann suchen wir ein Ziel, dann vielleicht jemand, der vor uns geht. Ne? Ja. Und den wollen wir dann unbedingt einholen. Ist ja mal eine Ansage, ne? So, jetzt muss ich mir unbedingt nochmal die Schlussläufer angucken. Bin ich mal echt gespannt. Ihr seid die beiden Schlussläufer. Es läuft super, hallo. Du bist Nicole, ne? Nein, das ist Nicole. Du bist Nicole. Wir waren nämlich eben zusammen im Bus, weißt du das? Oh, ja. Ja, ja, genau. Ich war der mit Stimmt. dem. Genau, ja, Stefan, ne? Stefan. Genau, ja, trotzdem. Ja. Und wie wird man Schlussläufer? Ich bin irgendwann mal angesprochen worden, hab's gut gemacht und mache es von Herzen gern und immer wieder. Und was macht einen guten Schlussläufer aus? Du musst motiviert sein, um die anderen Leute zu motivieren, Verständnis haben für deren Anfangsprobleme, Anfangssorgen, alle Zeit der Welt und natürlich auch auf den letzten Kilometer noch die Sympathie mitbringen, auch wenn man selber schon ziemlich am Ende ist. Und das macht man immer zu zweit, sonst wärst du ja nicht dabei. Schlussläufer ist man zweit, damit man sich selbst motivieren kann, oder? Ja, genau. Wir müssen von der ersten Sekunde bis zur letzten Spaß haben. Volle Motivation. Und ihr müsst die ganze Strecke laufen, ne? Genau wie ihr auch. Ja, genau. Oh, das ist ja klasse. Wir haben natürlich alle Zeit der Welt, es gibt eine Vorgabe, aber jeder soll ins Ziel kommen. Egal, ob es jetzt 27 Stunden sind oder 30. Und wir spenden weiterhin Motivation, damit auch der allerletzte ins Ziel kommt. Und sind eigentlich ein gutes Team jetzt. Genau, wir freuen uns. Ja, ich
hoffe mal, dass ich euch nicht sehe, ne? Doch. Wir haben Naschis dabei. Ach so. Fußläufer haben immer Naschis dabei. Alles klar. Okay, genau. Super. Bis später, okay, ne? Bis später. Danke, bis ciao. Tschüss. Und wie ist euer Plan? Moin, moin. Ich mache hier einen kleinen moin. Film von Nordmarsch. Moin. Du hast zwei Flaschen, cool, ich habe nur eine. Ja. Und dann hast du sogar noch hinten eine Trinkflasche drauf, ne? Da gehe ich mal von auf. Deswegen, ja. Ankommen. Und ist das erste Mal oder was hast du das gemacht? Erste Mal. Erste Mal? Kommt bei euch auch, alles klar. Er hat Schuld. Du hast Schuld. Einer hat ja mal Schuld, ne? Genau. Einer hat ja Schuld. Und schon mal ein bisschen was Kleineres, Ähnliches probiert? Ich hab Rocky geguckt, ja. So, okay. Ich hab motiviert Rocky. Keine Schmerzen. Okay. Ja, aber ja, ich hab schon ein paar mehr Schüsse gemacht. Ja. Aber 100 ist ja mal eine Ansage, oder hast du die 100 schon gemacht? Ja, ein paar Mal. Ja? Super. Was ist deine Zauberformel? Was muss man machen? Zauberformel? Einfach Augen zu und durch, weil es dunkel ist. Du überlebst die Nacht? Alles gut. Okay. Dann passt das. Ja. Der Rest ist wurscht. Super. Danke. Hammer, was Steffen und Basti hier wieder aufgezogen haben. Echt. Steffen hat mir gerade noch mal erzählt, wie sie gestern Abend diese ganzen Pfeile da gemalt haben am Ostseekanal. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich suche mir jetzt noch mal ein paar Leute, mal gucken, wer hier noch so dabei ist und was sie so zu erzählen haben. So, ich mache hier so ein Moin Moin, Thilo. Die Namen stehen immer hinten drauf, sorry. Nicht erschrecken, ich mache hier einen kleinen Film für Nordmarsch, ne? Ja. Bist du erstmal dabei oder wie? Zum ersten Mal. Ja, und wie ist dein Plan? Ja, durchkommen. Durchkommen, ne? Ja, bei mir auch so ein bisschen. Hast du irgendwie ein spezielles Training gemacht? Oder ja, bei mir daheim heute abends. Also mit drei Kindern ist es immer schwierig. Ja, wo ist daheim bei dir? In der Nähe von Stuttgart. Ah, du kommst aus dem Süden. Ich war mit der Familie hier im Urlaub. Ja. Und dann habe ich gesagt, Mensch, hab den zufällig gesehen und einfach mal so ja. Landmarkierung lang ja. gehen. Ja, ja, klasse. Das ist schon aufregend. Kommen die nachher winken alle oder was? Ja. Schlagen wir uns durch, ne? Los, ne? Gucken, dass die Schuhe richtig sitzen. Am Anfang guckst du auch, ob dein Rucksack das alles vernünftig sitzt, nicht drückt und da fährt man kaum um die eine Ecke rum, da kam es wieder die nächste Fähre. Das war so eine kleine Umleitung da. Aber anyway, schönes Wetter. Wir haben hier uns alle so zusammengefunden in dieser zweiten Startup-Gruppe. Über die Zeit lernt man sich ja dann auch kennen. Traumhaftes Wetter, Leute. Es geht los. Ich melde mich. So, ihr seht das jetzt, ne? Jetzt sind wir hier voll im Gange. So habe ich mir das vorgestellt. So ein Weg, seht ihr ja so eine Art Fahrstreifen, damit ein bisschen grün. Die Truppe hier ist relativ gut zusammen. Klar, wir mussten eben einmal Fähre fahren und dann nochmal Fähre. Das war einfach nur so ein Industriegebiet. Und hier so 80 Leute am Start, schätze ich mal insgesamt. Wenn alles, ja, alle 20 Kilometer sind Verpflegungspunkt. Soweit ich weiß, bleiben wir jetzt hier auch ziemlich lange auf dieser Seite und gehen nachher nur einmal rüber auf die sogenannte Südseite. Und dann kommen wir nachher auch schon in Rendsburg an. Leute, ich habe es ja gesagt, ne? Mein Plan A, das steht ja auch bei allen drauf, bei mir auch, 110 Kilometer, ich habe die Nummer 88, Schnapszahl, vielleicht bringt das Glück. Und ja, mein Plan B, mein Wagen steht nachher in Rendsburg, das müsste halt 3 sein in der Nacht oder so. Da hätte ich dann die Möglichkeit auch zu sagen, okay, Jungs, raus, ich fahre nach Hause. Ne? Wir gucken mal, wie das alles hier so geht. Bis denn, ciao. Ja, so richtig viel passiert hier nicht. Du kannst dir noch aussuchen, ob du links oder rechts gehst. Am besten da, wo immer auch noch mal ein bisschen Schatten ist. Ne? Wir gucken mal. So Leute, die Mission ist eigentlich ziemlich klar. Ne? Ich habe es ja vorhin gesagt beim Start. Irgendwie völlig irre. Wenn du das jemand erzählst, dass du da 110 Kilometer gehen willst, von Brunsbüttel nach Kiel. Völlig irre. Aber es gibt genug andere, die genauso irre sind. Die habe ich hier nämlich alle getroffen am Start. Ich bin auch am Start. Und wenn ich das schaffe, dann wäre es echt ein Hammer. Aber man kann ja mal so ein Fernziel haben, so Träume, ne? So, jetzt kommen wir hier wieder an den Kanal ran. Ich drehe mal um. Den werde ich ja wohl heute ein bisschen häufiger sehen. Bis später. Ciao. Das gibt es ja immer so zwischendurch, Kontrollpoints. Aber ey, ich habe mich schon richtig gefreut. Denn man konnte sich hier sein Wasser nachfüllen lassen. Ihr seht das ja auch so ein bisschen. Ne? Das war echt super heiß. Ich war ja auch nur mit meiner einen Flasche da unterwegs. Und da freust du dich natürlich jedes Mal schon, wenn du da ein bisschen auftanken kannst. Ja, schlagen wir uns aber mal weiter durch.
auch cool, die ganzen Gesichter denn, ne? Habe ich jetzt leider nicht drauf, aber wenn die dann so gefragt haben, sag mal, wo geht ihr denn hin? Ja, 110 Kilometer bis nach Kiel. Die haben vielleicht geguckt. Ich freue mich so aufs Wasser. Boah, ich freue mich, was Kaltes zu trinken. Kaffee habt ihr auch, oder wie? Ah, alles klar. Moin, moin. Kamera ist da. Genau. So, ihr auch alle fit, ne? Ja, jetzt wieder. Muss ja. Okay, auf jeden Fall sieht das hier gemütlich aus. Bei dir nicht so mit der Blase, ne? Ja. Aber umso früher das Pflaster raufkommt, umso besser, ne? Richtig. Alle fit. Aber er war total nett und dann. Hier auch alles fit bei euch, ne? Ja. So, von hier aus geht's jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit weiter geht das eigentlich noch. Was ist denn der nächste Stop dann? Und dann? Und dann gehen wir auf der anderen Seite? Geht der Richtung weiter ab. Und dann wieder 25 Kilometer oder wie? Ungefähr 20. Okay, und bist du auch wieder da? Nee, wir sehen uns in Rendsburg. Ach so, ach, Rendsburg sehen wir uns, ja. Alles da. Ja, ja, super, da bin ich dann. Da standen Eva und ich. Ja. Das ist, wir laufen 42. Und läufst du selbst mit an oder was? Ja, 42. Ein Klatschbrötchen? Jo, warte mal, das nehme ich auf jeden Fall. Warte. Sag mal, wie spät haben wir jetzt? Keine Ahnung, ich bin jetzt 3 Stunden 53 unterwegs, mehr kann ich ja nicht sagen. Wie spät das ist, keine Ahnung. 18 Uhr oder sowas, ne? Ja, könnt ihr hinkommen. Warte, warte, warte mal kurz. 17.50. 17.50, ja, alles klar. Dann sind wir um. Ja, und nächster Verpflegungspunkt ist auch wieder 20 Kilometer oder was? 18. Okay, also 4 Stunden. Ja. Klingeling, Klingeling. Nee, nicht weggehen. Ich sehe die Nummer 1. Wie wird man das denn? Ach, ja, cool. Darüber, wenn ich schon so lange hinter. Darüber schweige ich. Darüber schweigst du? Ja. Und was ist die Story dafür? Nee, das ist. Das ist top secret. Secret. Okay, dann komme ich einfach in einer halben Stunde nochmal. Oder heute Nacht so, dann erzählst du mir. Nach dem dritten Bier oder so. Nach dem dritten Bier, okay. Gut. Okay, und wo sind eure Nummern überhaupt? Ja, die laufen hier inkognito. Ihr lauft inkognito, ne? Nein, die haben auch Beweise, haben sie hier. Nee. Silvia, dann. Mache ich das nachher wahr, ne? Ich komme dann immer mit dem einen und dem nächsten Bier bei dir vorbei. Aha. Die sind mega drauf. Gute mega Stimmung. Drauf? Alle gut? Ja. Wie viele kommen denn noch nach uns? Die da sind die letzten. Ganz viele, nein, da kommen noch viele. Sind noch ja, einige? Keine Ahnung. Oder andersrum, wie viele sind denn schon vor uns hier gewesen? Noch mehr. Ihr seid gut im Mittelfeld, ihr seid im normalen Mittelfeld. Keine okay. Angst, ihr seid voll in der Zeit. Alles klar, super. Dann machen wir da weiter. Oh nee, ich nehme mir gleich noch was zu trinken mit. Seid ihr fit, ja, ne? Wir sind gerade beim Warm-Up. Achso, okay. Warm-Up. Okay, wir sehen uns später. Jo, tschüss. Ja, so sieht das aus, ne? Lernst du ein paar Leute kennen, ja, guckst einfach mal, was auf dem Nordostseekanal los ist. Super Truppe hier gefunden. Ja, Sonne ist noch da, aber überhaupt nicht mehr so heiß. Also besser geht nicht. Ja, jetzt sag mir schon mal, wie das Schiff heißt. Das kann ich doch jetzt noch nicht sehen. Aber ich denke, das steht auf deinem Handy. Nein. Ach so, ich denke, du guckst in deinem Handy. Da guck ich dann nach. Okay, aber dann wird es eben ein bisschen spannender, ne? Du wirst spannender. Jetzt hinter dem Busch. So, das ist jetzt spannend. Hinter dem Busch. Genau. Für die, die weit gucken können. Da steht Europa drauf. Ja. So, du bist ja hier Kieler, hast du mir verraten, ne? Ja, natürlich. Du bist zwar Schalke-Fan, aber ja, bist Kieler. Ja, kann man nichts machen. Sag dir das Schiff was? Europa? Wo fährt das hin? Das fährt jetzt wahrscheinlich nach Brunsbüttel. Ja, schätze ich mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ne? Verrückt. Okay. Ich schätze mal dann nach Hamburg und mache dann eine Kreuzfahrt irgendwie durch die Nordsee oder so, ja? Würde ich sagen. Okay. Und ich glaube, das ist das Traumschiff, auf dem immer die Traumschiff folgen. Ja. Auf der MS. Echt? Europa, ja, auf dem Schiff wurden immer die Traumschiff-Folgen gedreht im ZDF. Ja, cool. Also, dann müssen wir es gleich mal gucken. Nordmarsch hat keine Kosten und Mühen gescheut, mal hier die Europa durch den Kanal zu jagen. Ja, ich will nochmal Danke an Steffen sagen. Ja, ne? unbedingt, damit wir hier richtig mal was zu gucken haben. Und sind da Passagiere drauf? Ja, bestimmt. Die essen jetzt wahrscheinlich. Könnt ihr mal ordentlich winken? Mal gucken, ob einer zurückwinkt. Nee, zu mir nicht, zu den Leuten auf dem Schiff. Wenn da gar keiner zurückwinkt, da ist gar keiner drauf. Moin, moin. Wir sind nicht die Letzten, ne? Okay. Na ihr? Alles gut bei euch? Ja, wir sind gut. Och, wir sind nicht die Letzten, ne? Ja,
Wir können nach uns abbauen. Ach nee. Moin, du auch da. Ich dachte, du wolltest laufen mal wieder. Nee, ne? Nee, in Oldenburg erst wieder. Oldenburg läufst du wieder. Och, was gibt's hier Leckeres zu essen? Das riecht. Wir haben Leberkäsebrötchen, Falafel für die Vegetarier, Salami, Käse, Geburtsburten, Gemüseriegel. Leberkäse wäre genau das Richtige. Klasse, ey. Ja? Ast rein. Aber sowas von. Ja, geht gleich los. Ja, nur kein Stress. Okay, ich auch hier mit Leberkäse und was hast du so im Programm? Sauerkraut und Senf, ne? Genau. Perfekt. War dir auch alles fit? Achso, muss man hier noch abstempeln? Habe ich gar nicht gemacht. Ja, klar. So, also gehen wir mal jetzt umziehen, ne? Ich auch. Nee, aber für, ich brauche dann nachher auch immer was Warmes. Nochmal Haki. Genau. Und bald haben wir die Hälfte geschafft. Achso, stimmt, die Hälfte kommt ja gleich noch. Kommt bald. Jetzt muss ich mal fragen, wie es hier der Blase geht. Du hast eben geschrien, du hast eine Blase, ne? Oh, du hast ja tolles Tape mit. Was ist? Du hast eine Blase, oder was? Oder einfach nur so blaues Tape, ne? Oh, jetzt nicht mehr, ne? Du hast auch schön warme Sachen, dann ich auch. Guck hier, wir können noch ein bisschen weitergehen in den Norden. Und dann sind wir fast wieder, dann können wir fast wieder los, ne? Ja, wir warten sonst auf, wir warten gerne noch auf Kai. Ja, ja, ja. So, geht wieder weiter. Wir haben unsere Truppe zusammen. Kai kommt mit, Carsten kommt mit. Genau, Carsten, ne? Der, der die Schiffe so gut kann. Okay. So, können wir los. Leute, wir sehen uns nachher alle wieder, ne? Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, danke. Tschüss, 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 tschüss. Ja, danke auch. Mit der Wanne üben wir da. So Leute, wir sind jetzt los vom zweiten Verpflegungspunkt. Das war Kilometer 42. Und Wetter ist top. Top, genau. Das höre ich hier schon. Top. Mücken sind auch da. Es gibt auch ordentlich zu essen. Und es ist überhaupt eigentlich gar nicht so heiß geworden, wie immer alle prophezeit hatten. Regnen tut es auch nicht. Und wir haben uns alle ein bisschen warm angezogen. Ich zeige gleich mal hier, was Kai und Carsten auch so anhaben. Ja, und jetzt gehen wir hier einfach so gemütlich weiter. Nochmal 20 Kilometer, ne? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Was sollen wir sonst hier machen? Guck, so sieht das aus, wenn man noch nie 110 Kilometer gelaufen ist. Carsten heute auf der Premiere. Ja, da muss erst wieder ein Schwung kommen. Der wird gleich. Gleich geht das los. Und bei Kai, wie oft, du hast das schon mal gemacht, oder wie? Ein, zwei Mal habe ich schon mal. Läuft alles gut. Okay. Keine Probleme bisher. Und es wird jetzt doch schneller dunkel. Unsere Gruppe ist auch kleiner geworden. Hier die ganzen Angler, einer nach dem anderen. Für die ist das ein Paradies hier am Nordostseekanal. Jo, schlagartig richtig dunkel. So, viel passiert ja hier nicht mehr, ne? Aber immerhin das Schild. Kann man es lesen? Ja, ne? Kilometer 50. Und bei euch alles fit und gut? Ja, ja. Ich sehe ja schon, Megamarsch und so. Dann ist das für euch ist das Routine, ne? Breiholz. Wir sind in Breiholz. Carsten, alles fit? Jetzt so sehen wir uns immer wieder, ne? Herrlich, freuen mich, Stefan. Ja, ja. So, und es wird dunkel. Es ist dunkel. Wir sind hier bei Kilometer 61 und wir sind topfit, ne? Wie man sieht. Genau. Wir sind topfit und freuen uns, dass wir Rendsburg sehen und noch viel besser, hier gibt es einen Tunnel. Halbe Stunde bis zu diesem Verpflegungspunkt und dort trinke ich irgendwie 5 Liter Wasser. Das ist der berühmte Tunnel. Und wie war die Kieler Woche? Achso, okay. So Leute, das ist hier mal so eine Einlage, ne? Ja. Sitzen ist gut. Müsste ich ja nicht auch. Mal einen halben Kilometer Rolltreppe ist auch gut, ne? Und das Licht hier, ne? Gigantisch, passt gar nicht in den Film. Es ist nachts um. Sehen, wie sportlich wir so gehen können, ne? Wie fit das. Genau. Oh, klasse. Jo. Ich denke nur noch an Trinken, echt. Ja, nee, ich denke jetzt nur noch ans Trinken gleich. Also ich schätze mal so. Halbe Stunde gehen wir noch und dann kriege ich irgendwie 5 Liter Wasser. Verpflegungspunkt. Sitzen. So Leute. Weiß noch einer, wie viel Kilometer das hier ist? Boah. Schön hell. Och, moin. Ich krieg ein Spiegelbrötchen, das erste Mal so ganz super. Alles klar, danke, ne? Ja, nee, ist alles gut. So, Steffen hat mir gerade erzählt, man kann sich da oben hinlegen irgendwo. Also, und da liegen wohl schon 3. Und dann gehe ich da einfach mal hoch, ne? Man kann da irgendwie sich mal eine halbe Stunde hinlegen. Ich glaube, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Plan A oder Plan B, das ist die große Frage. Und deswegen schaffe ich jetzt einfach mal eine Runde. So sieht das hier gerade aus, ne? Also, Essen, Trinken. So voll ist das jetzt auch nicht, ne? Aber liegen ist angesagt, Füße hoch ist angesagt. Okay, ich gehe mal hoch. Ich will noch mal deinen coolen Gang drauf haben. Mein coolen Gang. Ja, genau. Alles klar, kommt gut an, ne? Jo, tschüss. So, das muss noch mal drauf.
Kopf. Steffen hat das eben ja alles für mich fertig gemacht. 64 Kilometer, also das war jetzt glaube ich auch das Weiteste, was ich hier gegangen bin. Ihr hattet ja am Anfang gesehen, es gibt Plan A und Plan B und Leute, oder ihr kennt das, das Bier ist halt leer oder halb voll, bei mir ist glaube ich gerade halb leer. Plan B, alles klar, wir sehen uns, bis dann, ciao. Da bin ich natürlich nicht mehr mitgelaufen, aber großen Dank an Steffen, er hat mir hier ein paar Videoschnipsel mal rüber geschickt und es ist einfach schön zu sehen, wie hier die Leute reinkommen. Glückwunsch, wirklich ganz großen Glückwunsch und lasst mich auch echt bitte wissen, wie es euch ergangen ist. Und Kai, Carsten, ich würde gerne mal wissen, wie ihr durchgekommen seid und ja, auch von allen anderen. War ein Riesending. Ich freue mich wieder. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder hier bei Nordmarsch. Also, bis denne. Ciao.